Yomi, Sitz! Soll ich ein bisschen Wasser aus Isis ekelhaften Pflanzenterrarium trinken? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe ja einen ganz kleinen Kandidaten bei mir. Yomi, mach Sitz! 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 Er ist so super erzogen, oder? Yomi, Sitz! Guck da, siehst du, geht doch. Und dieser kleine Racker wird jetzt darüber entscheiden, ob ich diverse Dinge tun muss oder nicht tun muss, wird auch Fragen beantworten. Pass mal auf, Yomi, wir machen das jetzt so, du kriegst davon mehr, okay? Warte, hör mir zu, hör mir. Kriegst du, schau mich an. So verfressen, dieser Hund. Yomi, geh mal rüber, komm. Komm. Geh. Er sieht's nicht. Es ist da drüben, Hund, da. Yomi, da drüben. Das wird niemals funktionieren, was wir uns ausgedacht haben. Also, pass mal auf, ich habe mir das so vorgestellt, ich habe hier zwei wunderschöne Schilder auf dem Boden geklebt und er liebt von Rin, die Chico. Und wir legen die jetzt einfach mal hier hin. Und ich würde sagen, ich stelle ihm einfach mal die erste Frage. Yomi, bist du ein dummer Hund? Warte, holt er sich das andere auch? Siehst du das nicht? Was habt ihr mit diesem Hund gemacht? Jeder normale Hund wird sich das andere holen. Ja, so einfach ist das. Okay, Yomi, pass mal auf, jetzt gehst du wieder zurück. Das wird niemals funktionieren, das macht gar keinen Sinn. Er ist halt auch ein Welpe, er ist ziemlich dumm. Er hat auch einen eigenen Instagram-Kanal, der macht ja super lustige Selfies und tolle Bilder. Okay, Yomi, pass mal auf. Nächste Frage. Soll ich mir das Leben nehmen? Kleine Missgeburt. Ja gut, dann kriegst du das hier nicht, okay. Da, geh da rüber. Okay, es funktioniert halbwegs. Ich habe ja natürlich auch gefragt, ob ihr mir eventuell Aufgaben stellen könnt. Da kam halt nur Ja-Nein-Fragen, das ist dann was anderes, als ich das richtig erwartet habe. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Pass mal auf, ich guck mal ganz kurz. Tweets können im Moment nicht geladen werden. Ja, war eh nur Scheiße dabei, mach ich es einfach selber, Leute, ist egal. Soll ich mir ein Glas Wasser über den Kopf schütten? Missgeburt, Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Das Stück ist viel größer. Warum nimmst du du bist so dreist und dumm, Hund. Ja, ich brauche ein Glas Wasser. Okay, geh da vorne wieder hin. Geh rüber. Er versteht es nicht, glaube ich. Yomi, bist du der Meinung, dass dieses aus dem Arsch gezogene Video eine komplett dämliche Idee gewesen ist? Kann es sein, dass er immer das Nächste einfach nimmt? Mach das anders. Bleib mal genau da sitzen, okay? Yomi, möchtest du, dass ich das mit dem Wasser wirklich mache? Korrekt. Korrekt, danke, Mann. Okay, 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 pass auf. Sitz! Sitz! Okay, pass mal auf. Jetzt stellen wir die nächste Frage. Soll ich Thomas rauswerfen? Oh, Glück, Ehrenmann, Ehrenmann, Digga. Der Hund ist ein Ehrenmann, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, ich glaube, es kommt echt auf die Stücke an. Ich glaube, je nachdem, wie groß sie sind, kann man das ganz gut steuern. Richtig nice. Hier, Sitz! Sitz! Kommt am 2.12. mal neuer Merch raus. Warum nicht? Meinst du, wir haben Verspätung oder was? Da hinten sitzt nämlich die Person, die dafür verantwortlich ist. Gut, gut, gut. Die feiern wir, die feiern wir. Okay. Yomi, soll ich 30 Liegestütze machen? Ne, warte, er muss in die Mitte. Yomi, hier! Hier, komm her! Hier! Soll ich 30 Liegestütze machen? Okay. Gut, Yomi. Das bist du jetzt selber schuld, ne? Das ist echt ein weirdes Video, oder? Und hier sitzen hier 200 Leute, gucken einem dabei zu. Aber gut, 30 Liegestütze schaffe ich nie im Leben, Alter. Ich hab nicht mitgezählt. Das reicht. Sehr gut, okay. Danke, Yomi. Okay, pass mal auf, Yomi. Möchtest du? Was macht der da gerade, Alter? Was ist da los? Yomi! Yomi! Möchtest du mal eine Nacht bei mir übernachten? Ja, Glück gehabt. Die beiden haben sich gerade schon richtig gefreut, dass der Hund weg ist. Okay, Yomi. Sitz! Sitz! Würdest du in einem Zweikampf gegen Denas Hund gewinnen? Oha, er ist extra darüber gelaufen. Hast du es gesehen? Der hat die Frage verstanden. Okay, Yomi, möchtest du nächste Woche gegen Denas Hund kämpfen? Er fordert es richtig heraus. Er fordert es richtig heraus. Guck, er lässt das ganz komplett kalt. Bist du dir im Klaren, dass du dabei draufgehen kannst? Ist es komplett egal, okay. Möchtest du direkt an Kehle gehen und den Hund von Felix töten? Er nimmt das ganz kleine Stück. Ja, fein, dann machen wir nächste Woche Hundekampf, du kleiner Racker, du. Okay, pass auf, ich frage jetzt nochmal wegen dem Wasser, weil das war eben echt gemein von dir. Komm her. Kann es sein, dass du irgendwann ins UFO scheißt, wenn du noch mehr von diesen Leckerchen isst? Kann das sein? Ja? Okay. Gut, Yomi, soll ich mir Wasser über den Kopf schütten? Er ist so korrekt, dieser Hund. Er ist so korrekt. Du bist ein richtig, richtig guter. Richtig, richtig nice. Es ist wirklich zufällig, oder? Das ist voll krass. Yomi, möchtest du aus Isis Aquarium die Garnelen essen? Boah, das machen wir gleich. Yomi, hast du Sturmwaffel am meisten von allen?
Er ist richtig böse, dieser Köter. Aber ich glaube, er versteht auch, worauf ich hinaus will. Du bist ein guter Hund, du bist ein guter Hund. Wir beide kommen gut klar. Glaubst du, dass ich mit meinem neuen Merch wirklich Millionen mache? Okay. Verdient Thomas eine Gehaltserhöhung? Fuck, Alter. Yomi, möchtest du diesem armen Mann in die Füße beißen? Okay, hier. Komm. Hä, warum nicht? Eben hat die ganze Zeit auch rumgeknabbert. Okay. Yomi, hat Felix es verdient, dass ich ihn nächste Woche nochmal richtig hart prank und verarsche? Er geht extra darüber. Er versteht ganz genau, was ich sage. Er versteht hundertprozentig, was ich sage. Yomi, bist du der Meinung, dass es vollkommen in Ordnung wäre, wenn ich Felix Tür aufbreche und alle seine Möbel verbrenne? Es ist super einfach. Es ist super, super, super. Okay, Yomi, pass mal auf. Soll ich... Oh, der gammelt schon. Dann nehme ich den anderen Kürbis. Soll ich in diesen Kürbis beißen, Yomi? Soll ich es echt machen? Geht nicht. Tut voll weh. Ich muss mir gerade vorstellen, was passiert, wenn die anderen das sehen, dass jemand diesen Kürbis gebissen hat. Ja, geil. Okay. Yomi, sitz. Soll ich ein bisschen Wasser aus Isis ekelhaften Pflanzenterrarium trinken? Ja, okay, Thomas, komm. Ja, nicht viel, ein bisschen nur. Kann man das so kippen? Bah. Bah, da ist irgendwas Ekliges drin. Oh Gott, ist das widerlich. Yomi, nein, hör auf. Irgendwas stimmt mit diesem Wasser nicht, Alter. Ich glaube, dieser Kürbis war auch gespritzt. Puh, mir geht's gar nicht gut. Yomi, möchtest du, wenn du gegen den Ashon kämpfst, den Staubsauger als Tag-Team-Partner haben? Okay. Er freut sich, glaube ich, echt auf den Kampf, Alter. Okay. Yomi, verstehst du überhaupt, was hier gerade passiert? Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Yomi. Oh, das ist nicht gleich groß. Warte ganz kurz. Sitz! Yomi, soll ich auch ein Stück abbeißen? Das ist jetzt echt eklig, oder? Was ist das genau? Knusprige Hähnchenstreifen. Ja, ist super. Ich kann verstehen, warum man es so geil findet. Also, es ist absolut nice. Sitz! Moment. Yomi, soll ich mir ohne Betäubung einen Zahn ziehen? Guter Hund, da machen wir doch nicht, ne? Yomi, wird dieses Video als werbeunfreundlich gekennzeichnet? Wichser, Alter, was soll das denn? Okay, Yomi, sitz! Yomi, würdest du mir dein Leben anvertrauen? Ja. Komisch, dass er genau das Große nimmt, ne? Vertraut mir, der kleine Racker. Yomi, verbreitest du ansteckende Krankheiten, die dafür sorgen, dass mein Ohr wegen dir immer juckt? Absolut einleuchtend. Okay, Yomi. Ich frage dich jetzt ein letztes Mal wegen dem Wasser. Soll ich mir das Wasser in den Schuh kippen und ihn dann anziehen, Yomi? Eindeutig. Yomi, schau mal. Warte, guck. Okay, machen wir weiter. Yomi! Das ist das dümmste Video, was ich jemals in meinem Leben... Thomas, isst du gerade so ein Leckerchen? Genau. Sitz, Yomi. Sind wir schon über 10 Minuten. Stimmt das, Thomas? Ja, 14, ne? Ist gut. 14? Zeit. Okay, Yomi, zeig den Leuten jetzt, was du bei mir gelernt hast. Sitz und jetzt mach Platz, Yomi, Platz. Komm her, das hast du doch eben hinbekommen. Ja, feiner Hund, ja fein. Ja, Leute, super Video, würde ich sagen. Das war überhaupt nicht spontan aufgenommen. Wenn ihr mehr von Yomi sehen wollt, dann schaut gerne mal auf seinem Instagram-Kanal vorbei. Ist ein super interessantes Tier, der scheint echt einer der intelligentesten Hunde. Oh. Du bist geboren. Es ist auf jeden Fall einer der intelligentesten Hunde, die ich jemals kennenlernen durfte, ne? Genau, trink das Wasser, was in meinem Schuh war, Yomi, gönn dir auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sind damit durch und ich denke mal, es kommen noch die Tage ein oder zwei andere Videos, wenn du nochmal hier bist, Kleiner, ne? Bist du jetzt schon öfters, hier hast du ja schon mehrmals hingekackt und hingepinkelt, ne? Kleiner Wacker, du. Ja, Leute, Dena, schau mal, mein Hund kann was, also den von dem anderen, also den ich bin. Deiner nicht. Ciao, Leute. Tschüss.